Zehntes Kapitel. Jeder Mensch macht sich ein Bild von dem, den er nicht zu Gesicht bekommt und dessen Existenz doch unablässig in seine Existenz eingreift. So kam es oft vor, dass einer von den fünf oder gar sie in ihrer Gesamtheit für Reisenberg gehalten wurden. Häufiger noch als diese Verwechslungen oder fast mystischen Personifikationen, die eher absichtlich herbeigeführt als zufällig erschienen, tauchten Gerüchte über Reisenberg auf, die eine halbe Welt kolportierte. Danach war er einmal ein krebskranker alter Mann, der irgendwo in einem Palast auf über die Weltmeere kreuzenden Luxusjacht in einer einfachen Jagdhütte auf seinen Tod wartete, ein andermal ein schwermütiger junger Mann, der mit dem Gedanken spielte, sein Vermögen, das, wie man annahm, etwa dem Summierten der vier reichsten Nationen entsprach, einer wohltätigen Stiftung zu überschreiben und selbst in einer Raumsonde in die dunkle Ewigkeit der Sterne einzugehen. In diesen Gerüchten fand sich nicht einmal ein Hinweis auf die fünf, geschweige denn darüber, dass ein Zusammenhang bestünde zwischen ihnen und Reisenberg oder unter ihnen überhaupt. Tatsächlich aber entsprach das Verhältnis der fünf, der sieben oder auch zwölf, wer außer ihm wusste es wirklich. Zu Reisenberg, dem der Erzengel zu Jehova, auf du und du mit ihrem Herrn und für ihn ein sprechendes Instrument, in seinem Namen auftretend und selber namenlos vor ihm, als Nummer allgegenwärtig und als Person mit Angst vor dem Zahnarzt, ausgestattet mit einem Teil der Allmacht und selbst zu fünft allohnmächtig, unersetzlich für ihn und auswechselbar wie abgefahrene Autoreifen und schließlich seine Geschöpfe erschaffen, um ihn täglich neu zu erschaffen. In ihrer Namenlosigkeit waren sie vielnamig. Drei zum Beispiel nannte sich Friedrich Johannes Cumming, ließ sich von seinen Freunden F.J. und von seinen Leuten der kommende Mann nennen. Er war ein Berg von Energie, sein Wahlspruch, den alle Welt kannte, weil er keine Gelegenheit ausließ, ihn der Welt bekannt zu machen, lautete: Jeden Tag eine Stunde vergeudet, ergibt am Ende 3 Jahre Defizit. Im Gegensatz zu Leuten, die sich Wahlsprüche moralischen Inhalts zusammenbasteln, hielt sich Cumming streng an den seinen. Er schlief 6 Stunden und vergeudete von dem Rest nicht eine Minute. Er vergeudete auch jetzt, nachdem er den Bericht des Reisegefährten 2-mal aufmerksam gelesen hatte, keine Zeit. Ordnete an, dass sowohl das Schloss in den Bergen als auch das Haus auf der Blauen Insel für die Verwahrung des Entdeckers bereitstehen sollte und flog zum Forschungsfort Omega Delta. Das Fort lag inmitten eines 10 Quadratkilometer großen, unwegsamen Geländes, hatte 30 Liftsekunden Erde und Beton über sich und wurde abgeschirmt durch superdichte Strahlensperren, die nicht einmal einen Schmetterling oder einen Kriechkäfer passieren ließen. Die Strahlen fingen alles sich Bewegende ein und verwandelten es in anorganische Substanz. Nur wenige Menschen wussten, was in Omega Delta betrieben wurde. Selbst drei begriff es nicht völlig. Er ahnte nur, dass die künftigen Früchte des Forts alles, was Atomphysik und Kosmonautik hervorgebracht hatten, zwergenhaft erscheinen lassen würden, denn hier wurde daran gearbeitet, die Evolution organischen Lebens in einem ungeahnten Maße zu beschleunigen und im Laboratorium Formen des Lebens herzustellen, für die die Natur vermutlich Millionen von Jahren brauchen würde. Mit einer Art Triumphgefühl, dem allerdings ein Hauch von Beklemmung anhaftete, sah Drei die Möglichkeit heranreifen, sein Motto: Die Menschheit kann nur überleben, wenn die Menschen glücklich sind und Glück ist, Zufriedenheit zu verwirklichen. Das Glück als Retortenprodukt von Biologen und Chemikern war keine Fata Morgana mehr.
eine in die Ordnung zurückgeführte Welt zufriedener Menschen. Eine Welt glücklicher Menschen, dachte Drei und war versucht, während des Fluges einen neuen Abschnitt für das Buch, an dem er seit Monaten arbeitete, zu diktieren. Das Buch trug den vorläufigen Titel »Gedanken zu einer idealen Ordnung der Gesellschaft«. Eine in jeder Weise eindeutige Bezeichnung für diese Gesellschaft hatte Drei noch nicht gefunden. Die gängigen Begriffe hielt er für zu trivial. Ihm schwebten Wörter vor, die es einerseits in sich hatten, sankrosankt werden zu können, andererseits aber die sächlichen Grundprinzipien Unantastbarkeit des Eigentums, Klassenlosigkeit, Einteilung in vier Schichten, Konsumenten, Artifizienten, Produzenten und Regenten, klar benannten. Obwohl er also im Augenblick sich in der Lage fühlte, das überaus schwierige Problem der Vereinbarkeit von Zufriedenheit der Bürger und Unantastbarkeit der Ordnung verständlich vor allem für die Millionenmassen der untersten Schichten darzustellen, schaltete er das stets bereite Aufnahmegerät nicht ein. Denn jetzt war seiner Uhr nach, die er nie auf eine andere Ortszeit einstellte, seine Schlafenszeit, und es hatte sich für ihn als unökonomisch erwiesen, in dieser Zeit zu arbeiten. Da er aber im Flugzeug nicht schlafen konnte, lag er da, weit zurückgelehnt, die Hände über dem Bauch gefaltet, die Augen geschlossen und meditierte über die Möglichkeiten, die Nächte zu verbringen. Nicht über die eigenen Möglichkeiten, sondern die der Leute allgemein. Drei brachte es fertig, in der Meditation sich selbst zu absorbieren und das allgemein Menschliche zu denken. Es war ihm ein Vergnügen und auch eine fast zu sagen seelische Erholung, einmal seine Gedanken ohne notwendiges Ziel schweifen zu lassen, großzügig, unverbindlich, die Journalisten würden vielleicht auch sagen zynisch, aber was wussten sie wirklich über den wirklichen Drei, über die Seele des großen Mannes, der ausgestreckt dalag, die Hände auf dem bewesteten Bauch gefaltet, meditierend über die Nacht. Man kann vieles tun in einer Nacht. Schlafen, nicht schlafen, die Relativitätstheorie relativieren, Sünden bereuen, Verbrechen planen, hoffen, dass Frieden wird, hoffen, dass der Krieg nicht eingeht, Reden halten, Reden hören, nachdenken, wie viele Reden man schon gehört hat und wie groß der Nutzen oder die Abnutzung einer Hörminute in etwa wäre. Man kann denken und auch reden, ins Zeitlose und ins Raumlose, alles in einer Nacht, als wäre man Christoph Kolumbus oder Paul Klinkerbühl, der 1951 starb und auf dem Nordfriedhof seiner Heimatstadt begraben liegt, Block C, Reihe 19, Grab 73, alles so sauber geordnet wie im Opernhaus Parkett, Reihe, Platz oder in der Großredeveranstaltung auf Gang A, zweite Reihe, Stuhl 5. Alles so sauber geordnet und fest gegründet und wirklich lächerlich, von einer infantilen Lächerlichkeit geradezu in Beziehung gebracht, nämlich zu einem Augenblick, in dem zwei Geheimsatelliten einander bemerken. Etwa in der Höhe des nördlichsten Sterns im Sternbild Vega vielleicht, Raumpunkt und Zeitpunkt hinunterfunken, zur gleichen Sekunde bei dem einen ist es Nacht, bei dem anderen Tag und beides zusammenschrumpft für sie auf 88 Minuten und das ist viel, der gleiche Raum ist auch in Raketensekunden vermessbar. Manchmal stellte sich Drei vor, er wäre ein solches Auge da draußen im Weltraum, allsehend, allwissend und vielleicht flöge er hinaus in den schwarzen Raum des Anti-Seins. Nun schlief Drei doch. Er wachte auf, als die Maschine landete. Im Passraum zeichnete ihn die elektronische Zentrale auf und öffnete ihm danach den Lift. Unten empfing ihn ein junger, aber schon kahlköpfiger Biologe. Der Wissenschaftler war als Professor Ibu Yamato in der Fachwelt bekannt. Ob er freilich wirklich so hieß, wusste außer ihm nur noch die Zentrale. Yamato führte den Besucher in den Raum der kleinen Käfige. 12 kleine, eng gegitterte Käfige, einer am anderen. Ein Käfiggang, wenn man die Türchen öffnete, und am Ende der Reihe ein 13. fast mannshoch,
und rund. In den 12 kleinen Käfigen tobten Ratten, in jedem eine, halb verhungerte, wütende Ratten. Yamato machte eine sparsame Geste, die auf die Käfige wies oder auf das Gelärm oder die struppigen Tiere. Er sagte, 18 Tage ohne Futter. Drei nickte. Er hatte mit einem seltsamen Gefühl zu kämpfen. Als ob die Käfige zu Riesenkäfigen wuchsen, die Ratten wären nicht Ratten, sondern Menschen oder vielmehr Leute, menschenähnlich, aber ohne Gesichter, Riesen, Zyklopen vielleicht sogar. Aber auch das machte nichts. Uns sperrt kein Polyphem in seine Höhle. Odysseus war klein, aber mit dem Gehirn eines Menschen. Ein Griechischlehrer hat einmal zu mir gesagt, übersetzen Sie und stachen Sie mich nicht an wie der gehirnlose Zyklop. 14 Jahre später habe ich mit dem Finger geschnippt. Wer ist nun der Zyklop und wer Odysseus? Und die Ratten waren wieder Ratten. Yamato zog das Türchen zwischen dem ersten und dem zweiten Käfig hoch. Wie abgeschnellt warfen sich die beiden Ratten gegeneinander. Sie waren gleich stark. Sie schrien nicht, während sie einander fressend gefressen wurden. Zwei Rattenvorderteile schließlich. Die eine halbe Ratte überlebte die andere um 43 Sekunden. Es schien mehr, das Zehnfache, Hundertfache oder Tausendfache. Und jetzt, als sie nicht mehr gefressen wurde, fing sie an zu pfeifen. Jämmerliches Pfeifen einer halben Ratte, die Lungenlappen waren sichtbar. Ihr erbärmliches Verrecken ging vonstatten unter dem rasenden Lärm der übrigen zehn, die das Blut rochen und nicht hinzukonnten. Yamato reichte mit einer Pinzette jeder ein Maiskorn aus einem Trinkglas. Drei machte einen seiner biederen Witze. Aha, Bonbons! Und lachte sich leise zu, ein gutturales, warmes Lachen. Es war gut zu hören nun, da auch die letzte Ratte ihr Bonbon gefressen hatte. Sie sehen mich an wie brave Schüler ihren Lehrer. Das oder etwas Ähnliches wollte Drei eben denken, als Yamato ein Gittertürchen nach dem anderen öffnete und die zehn Ratten manierlich durch die zehn kleinen Käfige in den letzten großen zogen, wie Löwen durch den Laufgang in die Manege. Sie kletterten in mustergültiger Ordnung und gänzlich ohne Hast eine Leiter empor. Oben hing ein blutfrisches Fleischstück an einem Haken. Die Ratten nahmen es nicht zur Kenntnis. Sie vergnügten sich auf einer Rutschbahn, kletterten die Leiter hoch, rutschten hinab, kletterten, rutschten, leises Geräusch der bewegten Glieder am glatten Metall. Drei war kein Schweiger. Er war nie einer gewesen, eher, dass er in seiner Auch-ich-bin-nur-ein-Mensch-Art zu viel redete. Er sagte, als kleiner Junge nahmen mich meine Eltern einmal zu einer Wallfahrt mit. In der Kirche wurde mir schlecht, ich konnte keinen Weihrauch vertragen. Ob er nun Weihrauch roch oder auch nur das Wort hörte, stets fiel ihm dabei der alte Großkomtur ein, der damalige Drei, den Vogelkopf auf die Seite gelegt und den pergamenthäutigen Zeigefinger erhoben, weihräuchere niemals dir selbst, und wenn du tausendmal meinst, du bist es würdig, tu das nie, weihräuchere dem heiligen Gral. Wenn du keinen hast, so mache dir einen und räuchere ihm. Die Leute glauben dem Weihrauch mehr als ihren eigenen Augen. Die Leute brauchen den heiligen Gral. Mache ihnen einen, indem du ihm feiräucherst. Um die Kirche war ein Jahrmarkt, ich durfte das Glücksrad drehen und gewann eine graue Gummiratte, man konnte sie aufziehen. Ihre Ratten hier sind wie Gummiratten zum Aufziehen. Yamato, dessen liebste Redewendung lautete, wenn ich wirklich einmal den Menschen erfinden sollte, was Gott verhüten möge, baue ich ihm ein paar Gene ein, die sein Sprechen abstellbar machen, hatte nicht hingehört. Er sagte, sind programmiert, für 10 Stunden, maximale Zeitabweichung 0,5%. Und sind dann wieder Ratten? Wenn sie noch leben, ja. Sie verzehren jetzt ihre letzten Reserven. Die Ratten erkletterten die Leiter, rutschten auf der Rutschbahn hinab, kletterten, rutschten, eifrig, diszipliniert, glücklich.
Drei starrte die Ratten an. Jetzt, wo sie so possierlich waren, taten sie ihm leid. Am liebsten hätte er Yamato gebeten, den Versuch rückgängig zu machen, obwohl er die Unvernünftigkeit einer solchen Bitte einsah. Er fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, diese 10 Stunden abzukürzen oder innerhalb der programmierten Zeit das Programm zu verändern. Yamato verstand die Frage nicht ganz. Es gäbe, erklärte er, keinen Grund, in dieser Richtung zu experimentieren. Vielmehr liefen bekanntlich alle Experimente seiner Abteilung gerade darauf hinaus, schon die Embryonen so festzulegen, dass die Tiere vom Augenblick ihrer Geburt an zwar Ratten wären, aber eben ohne den Selbsterhaltungstrieb. Drei schneuzte sich und putzte umständlich die Nase, um seiner Betroffenheit Herr zu werden. Das Notwendige anzuordnen war eine Sache, eine andere es in seiner Durchführung zu sehen. Man war ja kein Wissenschaftler. Natürlich, sagte er und fügte hinzu, kommen also zur Welt nur, um freiwillig zu verrecken. Yamato fragte, wie es schien, völlig unbeteiligt, wünschen Sie noch mehr zu sehen? Drei warf einen Blick auf die vergnügten Ratten in den Zirkuskäfig. Nein, danke, mehr wolle er nicht sehen. Yamato nahm eine Sprühflasche und besprühte die Tiere in den Zirkuskäfig. Sie starben, wie sie zuletzt gelebt hatten, gleichermaßen mit einem Rattenlächeln. Drei, eben noch nachdenklich, fuhr jäh herum. Was soll das? Wir brauchen sie nicht mehr, sagte Yamato. Das Embryonenprogramm ist fertig. Ratten ohne Selbsterhaltungs- und Paarungstrieb fressen und paaren sich nur auf ein chemisches Signal hin. Anwendbar auf Menschen, sagte Yamato. Aber sie werden es nicht anwenden. Drei blickte ihn belustigt an. Yamato hatte sich schon mehrere Male anfällig gegen moralische Infekte erwiesen. Drei war in bester Laune, sehr geneigt zu einem Streitgespräch über das Verhältnis der vorwärtsstürmenden Naturwissenschaften zu den weit zurückgebliebenen soziologischen Forschungen und einer gänzlich verworrenen Philosophie. Er kannte sich in diesen Bereichen aus und es machte ihm ein wirkliches Vergnügen, einen auf diesem Gebiete einseitig Gebildeten zur Einsicht seiner Einseitigkeit und also Unkompetenz zu bringen und ihn zu überzeugen, dass weder Naturwissenschaftler noch Philosophen noch Soziologen und auch nicht etwa ein aus ihnen gebildetes Gremium grundsätzliche Entscheidungen im Hinblick auf die Anwendung von Forschungsergebnissen treffen dürften noch könnten, sondern dass auch diese Befugnis den Verantwortlichen vorbehalten bleiben müsse, bei Strafe eines allgemeinen Untergangs im Chaos. Für die Verantwortlichen, das Wort Regenten zu benutzen, analog der Nomenklatur seines entstehenden Buches, hielt er nicht für opportun, weil dadurch möglicherweise neue, unnötige Diskussionen heraufbeschworen würden. Drei wartete, dass Yamato, wie schon öfter, zunächst erkläre, allein der Wissenschaftler sei berechtigt zu entscheiden, was mit seiner Entdeckung geschähe. Yamato sagte, ich habe alles vernichtet. Er klopfte sich mit der Spitze des rechten Zeigefingers leicht gegen die Stirn. Auch hier. Er lächelte auf eine sonderbare Art, mürrisch zufrieden. Der Biologe wurde sofort einer Gehirndurchforschung unterworfen, wobei sich erwies, dass er die Wahrheit gesprochen hatte. Er hatte sein Gedächtnis gelöscht. Er wurde dem Gehirnforscher, der ihm unwissentlich freilich bei diesem Kontraktbruch geholfen hatte, zur Reparatur überwiesen. Innerhalb eines Monats gelang es, ihm ein neues, wissenschaftlich noch umfassenderes Gedächtnis zu injizieren, allerdings ohne die Formel für die Elimination des Selbsterhaltungstriebes, die, außer in den vernichteten Aufzeichnungen, ja nur in seinem gelöschten Gedächtnis existiert hatte. Auf Dreis spezielle Anordnung wurde streng geachtet, dass ihm bei der Maßnahme keine, auch nicht rudimentären, sozialen oder ethischen Gedächtnisinhalte neu mit eingepflanzt wurden. Es war nur eine Frage der Zeit, einer sehr kurzen Zeit vermutlich, bis der neue Yamato die vernichtete Formel zum zweiten Mal entdecken würde. Drei informierte sich auch in den anderen Abteilungen über den Stand der Forschungen,
Es gab sowohl Erfreuliches als auch höchst Ärgerliches. In der einen Abteilung war es gelungen, einen Virus herzustellen, der in kürzester Zeit die Extremitäten eines Menschen hochgradig lähmte oder, genauer gesagt, das Tempo ihres Bewegungsablaufs von 100 auf etwa 1 verlangsamte. Dieser Entdeckung maß 3 immense Bedeutung bei, nachdem er sich überzeugt hatte, dass der Virus sich ebenso leicht und schnell, wie er wirkte und in Anwendung gebracht werden konnte, töten ließe. 3 befahl, die potenziell benötigte Menge herzustellen und im Arsenal, dem Keller von Omega Delta, zu lagern. Diesem Erfolg stand die Misere gegenüber, in der sich die zweite Abteilung immer noch befand. Ständig neue, vorher weder ahnbare, geschweige denn berechenbare Schwierigkeiten stellten sich der Herstellung einer einwandfrei funktionierenden künstlichen Plazenta entgegen. Der Prozentsatz der in den bisherigen Prototypen bis knapp an die Reifegrenze entwickelten Embryonen schwankte immer noch zwischen 2 und 17%, wobei nicht einmal der Grund für eine solche horrende Schwankung entdeckt werden konnte, während der Rest spätestens zwischen der 8. und 10. Woche abstarb. Nur ein einziger Embryo hatte seine volle Reife erlangt und sich bis zu seiner Geburt am 275. Tage nach seiner Einpflanzung in die künstliche Plazenta normal entwickelt. Das Ei stammte von Miss World des 5. letzten Jahres, der Samen von Lorenzo Ceballo, das spätere Geschlecht des entstehenden Wesens, war als männlich bestimmt worden, nachdem sowohl am Ei als auch am Samen eine vorsichtige Genoperation vorgenommen worden war. Soweit man das nach nunmehr 3 Jahren beurteilen konnte, war das Experiment im Wesentlichen geglückt. Das erste auf diesem Weg hergestellte Produkt war sowohl überaus hässlich als auch von einem sehr niedrigen Intelligenzquotienten, also etwa das Gegenteil dessen, was sich natürlicherweise hätte bilden können. Das Wesen, Adam I genannt, wurde in einem ausgeklügelt intelligenzfördernden Milieu im obersten Stockwerk von Omega Delta gehalten, um seine Immunität zu erproben. Man hoffte, dass sich eine kaum messbare Einwirkung auf seine Intelligenz ergeben würde. Natürlich liefen die Experimente in Abteilung 2 nicht darauf hinaus, hässliche und wenig intelligente Babys zu liefern. Eher im Gegenteil. Aber wie weit man das Problem der Auswahl der gewünschten Eigenschaften schon gelöst hatte, ließ sich bei so konträren natürlichen Erwartungen am besten testen, weil hier mögliche Veränderungen am signifikantesten erscheinen müssten. So lösbar dieses Teilprogramm sich nun zeigte, die Grundlage der Durchführung des Gesamtprogramms fehlte, solange nicht die einwandfrei arbeitende Plazenta geschaffen war. 3 war, als F.J. Cumming, an dieser Abteilung in besonderem Maße interessiert. Er hatte keine Kinder. In diesem Punkt verhielt er sich schizophren, indem er einerseits bei mehreren Gelegenheiten erklärte, die Abendländer seien nicht fähig, für ihre Idee bis zum letzten Risiko einzustehen, weil sie dauernd ihre Kinder vor Augen hätten. Die Sorge um ihre Nachkommenschaft bringe sie dazu, einen faulen Kompromiss nach dem anderen einzugehen und aus animalischer Kinderliebe die Zukunft zu verspielen. Andererseits war er von dem geradezu manischen Wunsch besessen, selbst ein Kind zu haben. Die Schizophrenie war aber nur scheinbar, denn es ging Cumming an sich nicht um das Kind, sondern um einen Fluch, den er verlacht hatte und der in ihm saß wie eine schaftlose Pfeilspitze. Wenn er ein Kind hätte, wäre der Fluch als lächerlich erwiesen. Und lächerlich ein Fluch, lächerlich alle Flüche. Und es waren ihrer viele, die Cumming oder 3, hier war es nicht auseinanderzuhalten, nicht mehr verlachen konnte, solange jener eine Fluch nicht verlachbar war, der des in Cummings Gedächtnis nicht auszulöschenden Alten. Er war weißbärtig und kam aus dem Dorf vor einer Prozession von Weibern und Kindern,
Sie sangen Kyrie Eleison und drangen in unsere Stellung ein, forderten meine Soldaten auf, ihr Dorf dem Feind zu überlassen. Der Krieg sei verloren, erbarmt euch der Lebenden, wenn euch die Toten nicht leid sind. Sie hängten sich an die Soldaten, schlugen auf die Waffen ein, es hätte keinen Sinn gehabt, den Weißbärtigen zu töten. Ich nahm seinen Enkel, er war 12. Ich erschoss ihn, der Aufruhr war niedergeschlagen, wir verteidigten das Dorf, bis der Befehl zum Rückzug kam. Dass ich den Jungen, der dann gar nicht der Enkel des Alten war, töten musste, war das Schwerste, was mir im ganzen Leben auferlegt war. Eines von Yamatos Maiskörnern hätte genügt und ich hätte es nicht tun müssen. Der weißbärtige Alte stand am Wegrand und reckte den knochigen Arm zum Fluche. Verflucht sei dein Same, kein Weiberschoß soll dir einen Sohn gebären. Cumming, der damals irgendeinen biederen, längst vergessenen Namen trug, hatte dazu gelacht und hätte wäre Zeit dafür gewesen, das erstbeste Mädchen an Ort und Stelle geschwängert. Als dann Zeit und Gelegenheit dazu war, saß ihm der Fluch des Alten im Glied. Nichts regte und nichts reckte sich. Kein Arzt und kein Teufelsaustreiber halfen ihm, und so suchte er schließlich Heilung in dem exklusivsten Hurenbett seiner an solchen Betten reichen Heimatstadt. Doch ungeheilt verließ er auch diese Stätte, verspottet überdies, geh ins Kloster, Dicker, du bist ein Kapaun. Das böse Wort noch im Ohr, war er ans Rednerpult getreten und hatte seine später als kastilinarisch berühmt gewordene Rede gehalten. Wir lassen uns nicht verteufeln und nehmen keinen Fluch auf uns. Wir geben niemals auf und was jetzt kraftlos da niederliegt, hier hatte er sich versprochen und gesagt, hängt, wird wieder auferstehen in Kraft und Herrlichkeit. Wer wen an den Baum der Geschichte knüpft, wird sich noch erweisen. Nicht wir werden da hängen, blaue Zunge zwischen den Zähnen. Aber die damals in ihm aufkeimende Furcht, dass das, was für ihn noch käme vom Leben, nur immer eben Erhaltung und keine Fortsetzung darstelle, hatte sich nicht wegreden lassen, sondern war mit den Jahren tiefer geworden und hatte sich zu einem Komplex ausgewachsen, in dem sein biologisches Unvermögen, ein gar nicht recht greifbares, weit darüber hinausreichendes Unvermögen assoziierte. Der kinderlose Cumming infizierte 3 mit Zukunftspessimismus. Niemand merkte ihm an, dass er immer öfter gequält wurde von düsteren Gedanken, die einem in stets kürzeren Abständen wiederkehrenden und dabei sich allmählich steigernden Schmerz ähnelten, den man zuerst verbeißen, dann mit einer Pille betäuben kann und gegen den schließlich auch Morphium wirkungslos bleibt. 3 Anfälle von Pessimismus hatten schon die zweite Phase erreicht und er konnte doch keine Pille nehmen, denn die hätte, direkt oder indirekt, von Ceballo, der ihm in seinem Wissen unheimlich und gefährlich erschien, kommen müssen. Er flüchtete sich stattdessen in die Abgeschlossenheit seines privatesten Raumes im Bergschloss, wo auf einer Konsole eine hölzerne bemalte Madonna stand. Eine sehr junge, sehr schöne, hochschwangere Frau, die, fast kindlich lächelnd, beide Hände auf ihrem hohen Leib liegen hatte. Diese kaum 3 Spannen hohe, wurmstichige Holzfigur war für ihn wie ein Fetisch gegen die grausige Vorstellung, die ihn zum ersten Mal im Traum überfallen hatte und seitdem nicht mehr aus seinem Unterbewusstsein zu verdrängen war. Er stieg in Omega Delta aus dem Lift und schritt einen langen Gang hinunter, in den von rechts und links andere Gänge mündeten. Niemand war zu sehen und nichts zu hören, außer einem sehr langsam tropfenden Wasserhahn. Das Tropfen ähnelte dem Unruhgeräusch einer altertümlichen mechanischen Turmuhr. 3 schritt den leeren Gang entlang und zählte die abtropfende Zeit, die lauter und lauter dröhnte,
Und als nichts mehr auffassbar war, außer ihrem nun ungeheuren Dröhnen, tauchte aus einem der Nebengänge Lorenzo Zeballo auf, die Hände im Rücken verschränkt. Drei wusste, dass Zeballo etwas Schreckliches in den Händen hielt. Er schrie ihm einen Befehl entgegen, zu verschwinden, sich aufzulösen, aber das Dröhnen verhöhnte seinen aufgerissenen, lautlosen Mund. Er wollte fliehen, aber der Magnetismus von Omega Delta war eingeschaltet, er erlaubte keine Bewegung. Nur Zeballo bewegte sich weiter. Er brachte seine Hände nach vorn, in der rechten trug er die Werkzeugtasche eines Feinmechanikers, in der linken eine Unmenge winziger metallischer Maschinenteile. Drei sah zu, bei vollem Bewusstsein und voller Wissen, wie Zeballo, eifrig und finster, ihn zu einer Chimäre aus Mensch und Maschine umbaute. Vom Menschen blieb nur die Hände und das Gehirn. Das Grauenhafte an diesem Wachalbtraum war, dass Drei seine Vorstellung nicht in den Raum des absolut Unmöglichen abschieben konnte, denn er selbst hatte die Aufnahme von Forschungen in Richtung der Menschenmaschine angeordnet und Zeballo hatte zu seinem eigenen Bereich auch die Leitung dieser Abteilung übernommen. Lorenzo Zeballo war ein genialer Wissenschaftler und es war absolut ausgeschlossen, einen Eingriff in sein Gehirn zu wagen, um es lenkbar oder wenigstens kontrollierbar zu machen. Wesentliche, wegen ihrer Einmaligkeit unerforschte Bereiche könnten dabei beschädigt werden. Es waren keine Umstände denkbar, die das Risiko der Zerstörung eines solchen Gehirns tragbar erscheinen ließen. Eben darum ertappte sich Drei immer öfter während seiner pessimistischen Anfälle bei dem Gedanken, die schöne hölzerne Madonna zu bitten. Sie möge Zeballos Herz rein von allen Machtgelüsten bewahren. Nun allerdings, da begründete Aussicht bestand, Jan Serbins Entdeckung bald zur Verfügung zu haben, verlor Zeballo für ihn an Schrecken. Die Information besagte nämlich, dass es mit Hilfe von Serbins Formel möglich sein würde, Wesenseigenschaften gezielt zu verändern, ohne das Gehirn selbst zu schädigen. Drei ließ sich auch von Zeballo über den Stand der Dinge in seinen beiden Bereichen berichten. Dabei empfand er wieder, wie stets in der letzten Zeit, dessen Auftreten als anmaßend. Er zeigte seinen Unmut zwar auch heute nicht, aber immerhin hatte er nun zum ersten Mal keine Angst mehr vor ihm. Dieser Furcht oder auch nur Sorgenkomplex wird bald aus meiner Welt geschafft sein. Es wird sich leichter atmen. Die Gefahr, dass mir jemand eines von Yamatos Maiskörnern ins Essen geben könnte, löst sich auf im Blauen. Ich, eine Gummiratte. Drei schauderte es noch einmal, dann nickte er Zeballo zum Abschied fröhlich zu. Er flog zurück, kam Sonntagmorgens nun wieder F.J. Cumming daheim an. Er küsste seine Frau auf die Wange, der Frühstückstisch war im blauen Salon gedeckt, Morgensonne und der Blick auf die Berge. Er biss herzhaft in das knusprige Brötchen, bestrich den gekochten Schinken dick mit Senf und nahm zum Abschluss einen vollen Löffel Honig aus dem Glas in den Mund. Die Frau zog die Augenbrauen hoch. Er lachte ihr zu, leckte den Löffel sauber und sagte, das war schon in meiner Lausbubenzeit so. Wenn ich mich recht sauwohl fühlte, schleckte ich den Honig mit dem Löffel. Und plötzlich, ohne Zusammenhang, fiel ihm ein, dass jener Junge Mati geheißen hatte. Aber das war ohne Belang. Er vertrödelte den Tag in gelassenem Wohlbefinden, blätterte in der Bibliothek in seiner Sammlung von Kupferstichen. Die Erotika ließ er heute unangerührt, es war ihm irgendwie kindlich fromm oder auch dankbar zumute und dass er bald Heilung finden werde. Als gegen Abend Regen aufkam, zog er die Lederhose an und pfiff seinen Hunden, er liebte es, im Regen spazieren zu gehen.
Unterwegs kehrte er in einem Bauerngehöft ein, das er vor 4 Jahren erworben und als Gästehaus ausgestattet hatte. Der Hof hatte wie eine fremde Insel mitten in seinem Besitz gelegen, und der Bauer hatte jedes noch so kulante Kaufangebot abgelehnt, bis ihm ein Prozess über ein Wegerecht nicht nur die strittige Zufahrt zu seinem Hof, sondern auch den Hof selbst gekostet hatte. Cumming trank einen Krug Bier und unterhielt sich dabei mit der Wirtschafterin, einer robusten Frau Ende 40, zu deren Pflichten es gehörte, ständig in jener bäuerlichen Sonntagstracht herumzulaufen, wie sie Anfang des Jahrhunderts in dieser Gegend von den Bauersfrauen getragen worden war. An diesem Tisch sitzend und aus einem groben Krug Bier trinkend, hatte Cumming manchmal das Gefühl, hier dürfe er selbst sein. Ein bisschen traurig über sein Leben und das Leben überhaupt, sanft wie ein weiser Eremit und bedürfnislos wie ein alter Berghirte. Die Frau beklagte sich bei ihm über den Lehrer, der ihrem Jüngsten mit dem Rohrstock die Hände striemig geschlagen habe. Cumming dachte, sie ist unglücklich, weil ihr Sohn sich in irgendeiner Weise gegen den Lehrer aufgelehnt hat und sie sich auf die Seite des Jungen gegen die Autorität stellt. Die Menschen könnten so leicht glücklich sein, wenn sie zufrieden wären. »Was ist eigentlich Glück?« fragte er sie aus seinen Gedanken heraus. Die Frau schaute nicht hoch, als sie sagte, sie wäre schon zufrieden, wenn der Lehrer die Kinder nicht mehr schlagen dürfte. Über diese Antwort dachte Cumming den ganzen Heimweg lang nach. Es bedrückte ihn, dass auch diese Frau Glück als erreichbar nur durch den Abbau von Prinzipien der Ordnung hielt. Das war das Zweite, was ihm oft die Seele verdüsterte. Er sah sich im Wettlauf mit einer Entwicklung, die drohte, die Prinzipien einer idealen Ordnung der Gesellschaft, wie er sie in seinem entstehenden Buch darzustellen sich bemühte, auf den Kopf zu stellen. Er zweifelte schon seit längerer Zeit nicht mehr daran, dass die Dinge, wenn man sie laufen ließe, mit geometrisch wachsender Geschwindigkeit einer solchen Umwertung aller Werte zustrebten und dass die einzige Möglichkeit, diese Entwicklung zunächst zu stoppen und dann allmählich in ihre Gegenrichtung zu drehen, nur aus der Arbeit der Wissenschaftler von Omega Delta kommen konnte. Wenn es diesen nicht spätestens in 1 oder 2 Dutzend Jahre nicht gelang, einfache, unkomplizierte Steuerungsaggregate menschlichen Verhaltens zu entdecken, einfach und unkompliziert, vor allem in ihrer globalen Anwendungsmöglichkeit, dann war es nur eine Frage der Zeit. Hier gestattete sich Drei, nie weiter zu denken, denn eine Welt ohne ihn, ohne die 5, ohne Reißenberg, war keine denkbare Welt. Aber, und das war denkbar und musste gedacht werden, wenn man immer mehr und mehr Mittel, Geld und Hirne in Omega Delta investierte, fehlten die Mittel notwendigerweise anderswo. Würden also dort Leute unzufrieden, und um der Unzufriedenheit Herr zu werden, müsste man die Forschungen in Omega Delta noch kräftiger vorantreiben. Wieder fehlten dann anderswo die Mittel und wieder wüchse die Zahl der Unzufriedenen. Das Rad drehte sich schneller und schneller. In seinen guten Stunden hatte Drei das Gefühl, er brauche nur den Finger in die Speichen zu stecken und schon stehe das Rad. Dann lachte er über seine Angst und spottete über den Brahmarbas 4. Manchmal aber, in seinen düstersten Stunden, glaubte er sich aufs Rad geflochten, sonderbar schmerzlos, schon tot und noch bei Bewusstsein. Daraus vermochte er sich nur zu befreien, indem er welche aufs Rad flechten ließ. Da waren welche aufs Rad geflochten, und ein wohlgenährter, bunt gekleideter Mann, eine rote 3 auf der Brust und Rücken, schrie es allen zu, »Bleibt stehen, Leute, und seht sie euch an!« Als stehe er auf dem Jahrmarkt und preise seine Waren an, schrie er, »Sie haben sich empört, und das Gesetz traf sie!« »Wer ist
Das Gesetz, fragte Krabat. Das Gesetz ist das Gesetz, sagte der Mann. Es hat keinen Namen. Sie folgten der Straße, die zwischen Meer und Wüste dahinlief. Den Ausschreier des namenlosen Gesetzes hörten sie noch lange. Dann blieb das Meer zurück und die Wüste, die keine Sandwüste war, sondern abgetötetes, gutes Land, wurde öder und trostloser ohne das lebendige Meer. Die Ödnis flirrte in der Sonne hoch oben und weit voraus erschien in der leeren Luft eine blühende Oase. Nach langer Zeit erreichten sie die Oase wirklich. Vielleicht war es auch keine Oase, sondern der Rand des noch fruchtbaren Landes. Palmenhaine, Olivenplantagen, Gärten mit Zitrussträuchern. Unter den Bäumen und Sträuchern lagen geplatzte, faulende Früchte und wucherten wie Unkraut bunte Blumenstauden. Die Bewässerungsgräben waren verwachsen und zum Teil eingefallen, die Windflügel der Wasserpumpen löcherig und verwittert. Von den Rändern her fraß sich die Wüste wie Räude ins Land. Aus der Tiefe eines Palmenhains hallten Axtschläge. Krabat und Jakob Kuschk gingen ihnen nach und trafen auf eine Gruppe Soldaten, die Holz fällten. Sie hatten keine Äxte, sondern Schwerter, mit denen sie mühsam Span um Span aus den hartholzigen Stämmen schlugen. Eine zweite, doppelt so starke Gruppe bewachte den Arbeitsplatz oder vielleicht auch die Arbeitenden. Drei Hauptleute und über ein Dutzend Offiziere von niedrigerem Dienstgrad befehligten die Aktion und beaufsichtigten die Wachen. In einem halboffenen Zelt saß vor einem Kartentisch ein Oberst. Mit mehreren Adjutanten vor dem Zelt warteten die Melder, die sich vorschriftsmäßig warm hielten. Krabat und Jakob Kuschk wurden nach ihrer Festnahme durch eine Doppelwache und nachdem ihnen jede Kleiderfalte umgedreht worden war, dem Oberst vorgeführt. Der Oberst, glatt rasiert am Kinn, hatte einen Schnurrbart, dessen Enden in seinem Nacken zu einer Schleife gebunden waren. Von dem rechten Strang waren 50 Haare abgezweigt und zu einer Schnur zusammengedreht, an der ein Monokel hing. Der Oberst klemmte das Monokel ein, warf einen nachlässigen Blick auf die beiden Gefangenen, einen fragenden auf den dritten Adjutanten. Der dritte Adjutant schnarrte: »Keinerlei Beweise, dass Sie nicht Spione sind!« »Rösten«, befahl der Oberst, »bis Sie gestehen.« »Schade um das Holz«, sagte Jakob Kuschk. »Ich gestehe, dass ich eine Geheimwaffe habe«, er zeigte auf seine Trompete. Der vierte Adjutant untersuchte das Instrument und meldete, es handle sich um eine simple Trompete. »Blasen«, befahl der Oberst. Der Sturmtrompeter trat vor und stieß in die Trompete. Es hörte sich an wie ein Elefantenfurz und stank auch so. »Schwein«, sagte der Oberst, »30 Ruten.« Die 30 Rutenschläge wurden dem Sturmtrompeter mit einer Straußenfeder auf den nackten Rücken verabreicht. »Wir können uns nur Symbolstrafen leisten«, erklärte der Oberst betrübt. »Leider.« »Aber bei euch«, fuhr er freundlich fort, »liegen die Dinge anders.« »Lass doch meinen Trompeter mal blasen«, sagte Krabat. »Meinetwegen«, knurrte der Oberst als letzten Wunsch sozusagen, »aber dann werdet ihr gerüstet.« Jakob Kuschk nahm seine Trompete und blies das schöne Tanzlied »Sankt Johannes kommt und macht die Rosen blühen«. Das Monokel des Oberst begann sofort im Walzertakt zu schwingen. Der Sturmtrompeter umfasste den dritten Adjutanten und walzte mit ihm aus dem Zelt. Der Oberst griff sich einen milchgesichtigen Melder, die Holzfäller warfen ihre Schwerter weg, die Hauptleute und die übrigen Offiziere fielen mit bellenden Kommandostimmen in das Lied ein. Sie kannten die Worte nicht. Sie sangen »Sprung auf, Marsch, Marsch!«
hielten sich an den Händen und tanzten im Reigen. Jakob Kuschk spielte, bis der Oberst lachte, als hätte er die schwedische Ziege an den Fußsohlen. Der Oberst ließ sich ins Gras fallen und rupfte sich immer noch lachend zwei seiner längsten Schnurrbarthaare aus, eines von links, eines von rechts. Der erste Adjutant trat heran, doch nach einem winzigen Zögern wedelte ihn der Oberst lässig mit der rechten Hand zurück und überreichte die beiden Schnurrbarthaare persönlich, Krabat und Jakob Kuschk, als Belohnung für das Vergnügen, als Andenken an ihn. Eine Dame, sagte er und lächelte sparsam, hat sich eines in Silber fassen lassen und trägt es um den Hals. Und schließlich als Ausweis zum Passieren aller Feld-, Tor-, Mauer- und Stadtwachen. Jeder Soldat kennt meinen Schnurrbart, sagte er, und die Hauptleute nickten ernst. Er wünschte den beiden Freunden einen guten Weg, dann blickte er sich um, immer noch mit vergnügten Augen. Es schien, als sähe er jetzt erst etwas anderes als die Uniformen. »Lass doch die schönen Bäume stehen«, sagte er. »Wir haben sowieso keine Katapultbauer mehr.« Krabat und Jakob Kuschk passierten nach Vorzeigen der Schnurrbarthaare des Obersten ohne Schwierigkeiten unzählige Feldwachen, Postennester, Schlagbäume, Drahtverhaue, Minenfelder, endlich mehrere Gräben und Wälle und ein dreifach gesichertes Tor und sahen dann auf Wällen und hinter Bäumen, auf Plätzen und an jeder Straßenecke Katapult an Katapult stehen, gespannt und geladen, schussbereit nach allen Richtungen. Selbst wenn noch Katapultbauer da gewesen wären, wäre kaum noch Platz gewesen für neue Katapulte. Die Festung hatte das Ausmaß einer Stadt. Vieles deutete darauf hin, dass wirklich eine Stadt zur Festung ausgebaut worden war. Die Fenster der Häuser waren grob auf Schießschartengröße zugemauert, das verfilzte Dornengesträuch in den Gärten offenbar planmäßig angelegt, das Kanalsystem aufgesprengt zu mannstiefen Laufgräben. Obwohl es von Soldaten und Offizieren aller Ränge geradezu wimmelte, machte die Festung oder die Stadt einen leeren, verlassenen Eindruck. Man sah keine Frauen, keine Kinder, dafür aber türlose Fleischerläden ohne Fleischer, Bäckereien ohne Bäcker, Friseurstuben ohne Friseure und sogar ein Bordell mit leeren Betten. Nach Sonnenuntergang versank die Stadt in einer lichtlosen Dunkelheit und fast unheimlichen Stille. Krabat und Jakob Kuschk drangen in eins der wenigen verschlossenen, nicht als Soldatenunterkunft dienenden Häuser ein, um dort die Nacht zu verbringen. Das Haus war reich und mit großem Geschmack eingerichtet, der marmorne Fußboden überall, ausgenommen die Küche, mit echten Orientteppichen belegt, die Tische waren aus Zedernholz, andere Möbel aus spiegelndem Mahagoni. Gemalte Friese, bunt gewebte Tuche und glänzende Seiden schmückten die Wände, das Atrium war ausgelegt mit einem Mosaik aus violblauem Beryl und gelblichem Marmor. Der Hausaltar, der dort in einer Nische stand, war ein Kunstwerk aus Elfenbein und Gold, davor hing eine erloschene silberne Öllampe. Krabat goss neues Öl ein und zündete die Lampe an. Im oberen Stockwerk fanden sie breite, bequeme Betten, bespannt mit weich gegerbten Löwenfellen. »Fehlt bloß noch ein Mädchen«, sagte Jakob Kuschk. Dann knurrte sein Bauch und er beschied sich mit weniger, einem kalten Truthahn etwa und ein paar Flaschen Wein. Im Keller war davon Hülle und Fülle, reichlich genug für ein Jahr. Ein riesiger Käse schien erst eben angeschnitten worden zu sein, die Schnittfläche war frisch und duftete zart. Wohl ein Soldat, der seine Ration aufgebessert hat, meinten sie. Jakob Kuschk säbelte einen gehörigen Flatschen von einem Schinken ab und sah sich nach der richtigen Zukost um, Pfeffergurken vielleicht.
In der dunkelsten Ecke entdeckte er ein riesiges Fass mit Sauerkraut. Er wollte sich eine rechte Handvoll daraus greifen und griff in einen Haarschopf. An dem Haarschopf hing ein Junge, er steckte bequem in einem Ledersack mitten im Krautfass. Das eben abgeschnittene Stück Käse hielt er in der Hand. Der Junge, vielleicht 14-jährig, zuckte mit den Schultern, habt ihr mich doch erwischt? Und ich dachte, im Haus des Generals schnüffelt bestimmt keiner herum. Er lebte seit Monaten hier, ziemlich ungestört. Den Ledersack hatte er heute das erste Mal gebraucht. Der General kommt höchstens dreimal in der Woche heim, schläft und verschwindet wieder. Jakob Kuschk sagte, du kennst dich hier aus, tisch uns mal auf. Der Junge tischte auf und erzählte ihnen eine verworrene Geschichte, warum er sich verstecke und was mit seiner Stadt los sei. Schuld sind die da drüben. Sie haben eine Unordnung und wir haben eine Ordnung. Und sie wollen bei uns auch ihre Unordnung machen. Sie haben ihren Besitzern alles gestohlen und nun wollen sie auch uns alles stehlen. Damit wir uns verteidigen können, müssen wir Waffen kaufen. Die sind sehr teuer. Und weil wir kein Geld mehr haben, bezahlen wir mit Leuten. Wenn ein Junge 15 ist, kann er Soldat werden und wird nicht verkauft. Ich bin bald 15. Krabat fragte, woher weißt du das alles so genau? Wir haben es in der Schule gelernt. Erst war noch Schule, jetzt sind die Lehrer alle verkauft. Gott sei Dank, sagte der Junge. Angefangen hat es bei den Zitrusfrüchten. Die da drüben haben unsere Pflücker aufgestachelt, die durften nämlich keine Früchte essen. Nun wollten die Pflücker jede tausendste Frucht, die sie pflückten, selbst essen. Das ist auch erlaubt worden, aber es wurde verboten, dass einer mehr als 999 Früchte an einem Tag pflücken darf und angeordnet mit dem Zählen täglich neu zu beginnen. Die da drüben haben entlang der ganzen Grenze Tafeln aufgestellt, worauf geschrieben ist, wer nicht sät, soll auch nicht essen und dass die Pflücker ein Recht auf Früchte haben. Der General ist losgezogen und wollte die da drüben bestrafen, aber die hatten zu viele Soldaten und Waffen und deswegen hat er unser Land entlang der Grenze unfruchtbar machen lassen, damit unsere Pflücker nicht mehr die Tafeln lesen und sich von den anderen Pflückern aufstacheln lassen müssen. Der General hat gesagt, wenn die da drüben so viel Soldaten und Waffen haben, dass wir nicht einmal ihre Tafeln entlang der Grenze ausreißen und verbrennen dürfen, dann ist es klar, dass sie die Soldaten und Waffen bloß haben, um uns ihre Unordnung aufzuzwingen. Darum müssen wir mehr Waffen und Soldaten haben. Weil die Pflücker angefangen hatten, für die Unordnung zu sein, verkaufte der General 1000 von ihnen. Dafür bekamen wir 5 modernste Katapulte, die sehr weit schießen können. Zur Probe haben sie einmal über die Grenze geschossen. Die da drüben haben zurückgeschossen, bis in die Stadt hinein, und unser General hat gleich gewusst, dass sie sich schon auf uns einschießen und hat neue Katapulte gekauft. Dafür haben wir alle übrigen Pflücker verkaufen müssen. Nun hat es in der Stadt keine Früchte mehr gegeben und die Leute haben angefangen, gegen den General zu murren. Wenn die Leute in einer Stadt gegen ihren General murren, dann haben es die Feinde leicht, die Stadt zu erobern. Darum musste der General noch mehr Waffen kaufen und mit Leuten bezahlen, wollte der Junge sagen, aber da ging die Haustür. Der General kam heim. Er war nicht sehr hochgewachsen, aber mächtig in den Schultern und schenkelstark. Er trug viel glänzendes Metall an seiner Uniform. Er klirrte und klingelte leise wie ein geputzter Weihnachtsbaum. Auf dem Kopf trug der General einen Helm, der aus einem auf besondere Art präparierten Löwenschädel hergestellt war. Der Junge, weite Augen vor Bewunderung, flüsterte, »Unser Retter!« während der General die Treppe hinaufstieg. Die Treppe ächzte. Vielleicht aber war es auch der General, der auf jeder 5. Stufe stehen blieb, um Luft zu schöpfen. Oben in seinem Schlafzimmer nahm er den Helm ab
und erinnerte nun mit seinem kleinen, fast kahlen Schädel auf dem mächtigen Körper an einen Saurier. Sein Kinn fiel ohne den Helmriemen schwammig herunter, seine Augen waren klein, entzündet und müde. Ächzend, er also und nicht die Treppe, ließ er sich auf sein Bett nieder und schnallte und knöpfte sich auf, sich den General und schälte einen alten Mann heraus, der sich gähnend das Büschel grauer Haare auf der Brust kratzte, dann mit rauen Handflächen die dünnen blau geäderten Unterschenkel rieb, es klang, als streiche man über einen Jutesack. Gedankenlos melancholisch betrachtete er die Fettwülste auf seinen Hüften. Plötzlich verharrte er, wie gespannt lauschend, ließ einen dünnen, langgezogenen Wind und seufzte erleichtert auf. Mit den Zehen angelte er unter dem Bett nach seinen Pantoffeln und verschwand schließlich, Kopf voran, in einem zerknitterten, schwarz-weiß gestreiften Nachthemd. Das war zu lang. Er raffte es hoch, als er zum Tisch ging und sich in einem silbernen Handspiegel eingehend seine Zunge besah. »Ein Fossil«, sagte Jakob Kuschk. Sie traten in das Schlafzimmer ein. Das Fossil, nicht im mindesten überrascht, Fremde hier zu sehen, wandte ihnen ein lauerndes und zugleich herrisch ungeduldiges Gesicht zu. »Liefert ihr nun oder liefert ihr nicht?« Jakob Kuschk, im Handel erfahrener als Krabat und selten ohne das rechte Wort auf der Zunge, sagte, »Ihr könnt ja nicht zahlen.« »Auf Kredit«, sagte der General, »wir geben Sicherheiten.« »Auf Kredit lässt der Teufel keine Seele laufen«, entgegnete Jakob Kuschk. »Ich brauche aber die weitreichenden, wenigstens 20 Stück«, knurrte der General. »Ich biete als Sicherheit die da drüben.« Jetzt hatte auch Krabat das Spiel begriffen. Er lachte spöttisch. »Also gut«, sagte der General. Er hörte auf, ein etwas lächerlicher alter Mann in einem zu großen Nachthemd zu sein, straffte sich, sein Gesicht wurde hager, die Nase schmal und geierschnäblig, unter den Augen Tränensäcke, aber die Augen scharf und kalt. Seine Stimme knarrte. »Wir machen einen Kontrakt. Ihr liefert die Waffen, die ich brauche, und ihr kriegt alles Öl. Die da drüben haben viel Öl. 5 Millionen Bäume.« Draußen wurde es taghell. »Wir reden dann weiter«, schloss er, nahm von einem Kleiderstock einen blauen, tuchenen Rock, bekleckert und tabakfleckig, auf der rechten Brustseite ein sternförmiger goldener Orden, stülpte sich eine puderstaubende Perücke samt Dreispitz über den fast nackten Schädel, langte nach einem Krückstock mit silbernem Griff, öffnete ein Fenster und trat an die Brüstung. Ein tausendstimmiger, dreifach kurzer Schrei knallte hoch. Das Standbild am Fenster hob grüßend die rechte an den Dreispitz, während sich innen im Zimmer ein von der Hüfte abwärts nachthemdiger Greis mit dem linken befilzpantoffelten Fuß die juckende rechte Wade schabte. Auf dem großen quadratischen Platz vor dem Haus war ein Regiment aufmarschiert, ein überstarkes Musikchor intonierte den Tod- und Teufelmarsch und die Zeremonie der großen Nachtparade nahm ihren Anfang. Das Standbild am Fenster starrte unbewegten Gesichts hinunter, und unbewegt standen unten auf einer Art Tribüne die Ehrengäste. Krabat erkannte Hannibal neben Montgomery, Julius Caesar neben Hindenburg, Frundsberg, Tilly, den Mazedonier Alexander, Prinz Eugen und Napoleon in der ersten Reihe, dahinter Gesichter im Schatten, zählte er ein gutes Dutzend andere, unter denen er lediglich den Perser Xerxes zu erkennen glaubte. Die Ehrengäste sahen dem Schauspiel nur scheinbar ungerührt zu, als nach einer letzten, im höchsten Maße exakten Wendung schließlich auch das Musikchor abmarschierte,
bekundeten sie Beifall, indem sie mit ihren Schwertern schepperten. Es hörte sich an, als fahre ein schrottbeladener Wagen über Katzenkopfpflaster. Dabei nickten sie sich auf eine eigene Art zufrieden und stolz kameradschaftlich zu. Das Fossil schloss das Fenster. »Sie kommen zum Teil von weit her«, sagte es. »Treue Seelen, sowas hält sie aufrecht.« Jakob Kuschk, der einen schlechten Platz gehabt hatte, riss das Fenster wieder auf, um Hindenburg etwas zuzurufen. Da stand noch eine alte Rechnung offen, aber was er erblickte, verschlug ihm den Witz. Die Soldaten, die eben die Parade absolviert hatten, wurden am Ausgang des Platzes entwaffnet, zu je 10 zusammengebunden und auf große, vergitterte Wagen verladen. Der General, nun wieder hemdig am Tisch stehend, den vorbereiteten Ölwaffenkontrakt in der Hand, spann mürrisch seinen Faden weiter. »Lange kann ich meinen Pensionären das nicht mehr bieten, wenn ich eure verfluchten Rechnungen mit guten Soldaten bezahlen muss.« Er geriet in Wut. »Ihr fresst meine Leute, heute ein Regiment, nächste Woche ein zweites.« Dann aber schwor er, wenn es sein müsste, nach den Soldaten auch die Häuser, Haus um Haus zu verkaufen, um Waffen zu kaufen. »Waffen, Waffen!« brüllte er. »Ich werde die Stadt verteidigen, aber wenn ihr mich zum Äußersten treibt!« Krabat und Jakob Kusch hörten ihn immer noch toben, als sie sich in einen der abfahrenden, großen, vergitterten, mit gefesselten Soldaten vollgepfropften Wagen zwängten. Ein Soldat fragte verwundert, »Seid ihr auch schon dran, Trompeter?« »Dran ist, wer am Strick hängt«, antwortete Jakob Kusch, und zerschnitt allen die Fesseln. Bevor die Soldaten die neue Situation begreifen konnten, wurden sie von einer Lähmung überfallen und sanken in einen starren Tiefschlaf. Auch Krabat und Jakob Kuschk wehrten sich vergeblich gegen die eigenartige, schleichende Auflösung ihres Bewusstseins. Sie wachten auf durch ein schallendes Gelächter. Sie selbst waren es, die lachten. Manche schlugen sich auf die Schenkel, andere hielten sich die Bäuche, einem martialisch aussehenden Feldwebel rannen die Lachtränen über die Wangen. Sie lagen und hockten nicht mehr zusammengepfercht in dem vergitterten Wagen, sondern saßen bequem in einem ringsum gläsernen Omnibus, die Straße unter ihnen glatt wie Butterkuchen, die Dinge draußen hell und freundlich, überwölbt von einem blassblauen Himmel, mit einigen hingetupften Wölkchen, zart und locker wie Zuckerwatte. Am Straßenrand standen ab und zu große bunte Tafeln, die den Vorbeifahrenden gute Ratschläge zuriefen, diesen aromatischen Kaffee zum Frühstück zu trinken, jene duftig-luftigen Hemdchen für die Nacht anzuziehen, mit diesem superkräftigen Benzin zu fahren, in jenen traumweichen Betten zu schlafen. Manchmal tauchte weit links ein Zipfelchen Meer auf. Einmal lief die Straße geradewegs darauf zu, das Meer war grünlich, am Strand lagen riesige Steinblöcke. Auf der rechten Straßenseite erhob sich ein großes Gebäude, halb Schloss, halb Burg. Die Burgmauer schien aus den Blöcken vom Meeresstrand gefügt. Eine helle, gläserne Frauenstimme, die aus mehreren im Omnibus eingebauten Lautsprechern kam, sprach im Zusammenhang mit dem Schloss über Hamlet. Die Soldaten hörten nicht hin. Auf einem Wochenendhaus großen, abgeflachten Stein am Ufer standen 6 oder 7 nackte, braungebrannte junge Mädchen und winkten lachend herüber. Allmählich nahmen die bunten Tafeln am Straßenrand zu, blendend weiß getünchte Häuser, die meisten mit grünen Fensterläden und hellroten Ziegeldächern reihten sich dichter und dichter, das Meer blieb zurück. Schließlich rollte der Omnibus langsam in einen Waldpark hinein. Hellhäutige Hainbuchen, schwarz-weiße Birken, grindige Eichen, rötliche Kiefern, festgewalzte ockerfarbene Wege, dunkelgrüner Rasen, mitten auf einer Wiese voller Margeriten und blauer Glockenblumen
eine mächtige, wie von der Gicht verknotete Blutbuche, das Laub fast lilafarben. Der Omnibus hielt vor einem niedrigen, schilfgedeckten Gasthaus. Im weiß gekiesten Garten waren bunte Plasttische schon für die Gäste vorbereitet, zwei blond bezopfte Mädchen in stilisierter Fischersfrauentracht trugen das Essen auf, gegrillten Fisch mit Pommes frites. Auf einem hochrädrigen Servierwagen brachte der Wirt Getränke, schlanke Flaschen, Cola und Bier und Karaffen mit Wein. Immer noch wie benommen aßen und tranken die Männer fast stumm. Der Müller Kuschk, der nie Fisch aß, es sei denn, er hatte ihn selbst gefangen, schmeckte es ganz ausgezeichnet. Er wollte immer sagen, wie, aber seine Zunge war leer. Kein Wort lag bereit. Krabbert erinnerte sich seines Wanderstabs. Mühsam, als müsse er die Einsteinsche Gleichung erinnern. Er ging zum Omnibus, dort lag sein Stab und auch die Trompete des Müllers. Jakob Kuschk starrte die Trompete an, als erblicke er sie zum ersten Mal. Immer noch war ihm kein Wort eingefallen für den Geschmack des gegrillten Heilbutts. Nach dem Essen zogen sie unter der Führung des Busfahrers tiefer in den Park hinein, wohin bunt das Musikgewirr viele Leute lockte. Auf den und jenen zeigte der Busfahrer und sagte, ein Schlosser, ein Hafenarbeiter, ein Buchhalter, eine Volksschulklasse mit ihrer Lehrerin, ein König und eine Königin. Die beiden waren ziemlich jung, trugen weder Zepter noch Krone, sie hatte einen breitrandigen, flockenleichten Sommerhut auf dem Kopf, er rauchte eine kleine, dunkle Zigarre. Weiter, ein Bankier, eine Verkäuferin, eine Vorsitzende eines Wohltätigkeitsbazars, diese Dame war so dürr, als brauche sie selbst Wohltätigkeit, ein Fischer, ein Minister, eine Zollbeamtin, sie hatte eine lupenartige Brille auf der Nase und blickte misstrauisch hinter jeden Strauch, ein Polizist, ein Mann der Wirtschaft. Der Mann der Wirtschaft trat eben an einen Spielautomaten, an dem man Torpedos auf schnell vorüberziehende Schiffe jagen konnte. Unter der Führung des Busfahrers liefen sie nun an einer langen Reihe unterschiedlichster Spielautomaten vorbei. Die einen waren nur fürs Vergnügen, an anderen konnte man Geld gewinnen. Eine grauhaarige Frau, die eine ähnliche Zigarre wie der König rauchte, gewann so viele blecherne Spielmünzen, dass sie ihren Rock wie eine Schürze zusammenraffen musste, um die Münzen einzuschaufeln. So hochgeschürzt ging sie zur Kasse, um sich den Gewinn in wirklichem Geld auszahlen zu lassen. Sogleich drängte sich die Vorsitzende des Wohltätigkeitsbazars mit spitzen Ellbogen an den gewinnbringenden Automaten heran. Dem Jungen, der vor ihr hingelangte, kaufte sie sein Vorrecht mit einem süßscharfen Hinweis auf seine geringen Jahre ab. Der Reihe der Spielautomaten schloss sich die Reihe der Grillbars an. Fisch vor allem, aber auch Würstchen, Steaks, Hähnchen und natürlich die braunen, knusprigen Kartoffelchips. Der Busfahrer begann wieder, die Leute nach ihrem Beruf vorzustellen, als eine Art sozialen Katalogs wohl. Die Aufzählung war so lang wie langweilig und so bunt wie eintönig, von Aalfischer bis Zementfabrikant. Allmählich, wie Schritt für Schritt, gewannen die Männer ihr eigenes Wesen zurück, oder vielleicht auch wurden sie vertrauter mit dem Wesen, das sie nun hatten. Jedenfalls begannen sie kurze Sätze zu sprechen, und was sie sagten, besaß die Klangfärbung der Worte, die ringsum zu hören waren. Jener frühere Soldat, den Jakob Kuschk als ersten befreit hatte, versuchte sich sogar an einem Witz, der freilich so knöchern blieb wie die Wohltätigkeitsdame, die jetzt einem blinden Geigenspieler ein Tombola-Los in den Hut legte. Auch Jakob Kuschk konnte nun endlich sagen, wie der gegrillte Heilbutt geschmeckt habe, wie hausgemachte Grützwurst, frisch aus dem Kessel. Er meinte, so gut, aber Krabat verstand ihn nicht, so nicht und so nicht. Er lauschte angestrengt auf eine Melodie,
die sich klarer und klarer aus dem Klanggewirr abhob. Sie schien von einem überdimensionalen Riesenrad auszugehen, dessen untere Hälfte bis auf einen kaum mannshohen, sehr schmalen Eingang völlig verkleidet war. Das Riesenrad stand still. Die leeren, schwebenden Gondeln schaukelten leicht im Wind. Plötzlich erkannte Krabat die Melodie. Er hatte sie in der Bauernschenke von Aladins Wunderlampe gehört. Das Lied von dem Mädchen aus Mortignac. Eine in ihrem Grund nicht erkennbare Unruhe überfiel ihn oder vielmehr nahm allmählich von ihm Besitz. Ein gänsehäutiges Kribbeln auf der Haut zuerst, dann ein Gefühl in den Unterschenkeln, als stecke er bis an die Knie in einem Ameisenbau, nun ein Anfall von Schüttelfrost, von dem seltsamerweise nur die inneren Organe betroffen wurden. Schließlich fiel das alles von ihm ab wie abgehackt, und er war nur noch Herz, das hart wie Hammerschlag auf dem Amboss und überlaut schlug. Krabat meinte, alle müssten es hören. Aber nicht einmal der Freund, obwohl er neben ihm stand, hörte es. Er sang lauthals das Lied, alle sangen es. Der Busfahrer schubste mit dem Gehabe eines guten Zauberers lachend den ersten durch den schmalen Eingang, ruckweise, wie Gondel nach Gondel bestiegen wurde, bewegte sich das Riesenrad und ebenso ruckweise wuchs die Verkleidung nach oben. Als vorletzter bestieg Jakob Kuschk die Gondel, ihm folgte Krabat, hinter ihm schloss der Busfahrer den Eingang. Die von außen schreiend bunte Verkleidung schien von innen schwarz ausgeschlagen zu sein. Krabat konnte nicht einmal den Rand seiner Gondel sehen, doch er spürte sofort, dass er nicht allein war. Er hörte sogar ein Atmen, als wäre jemand schnell gelaufen. Das Riesenrad begann sich zu drehen, die Gondel stieg, jemand setzte sich neben ihn, er sah nichts, aber seine Haut hatte tausend Augen. »Smiala«, sagte er sicher und als wäre er am Ziel. »Wenn du willst, auf Smiala«, sagte sie. Er hörte, dass sie lächelte. Lautlos, vielleicht aber nur übertönt von der Musik, stürzte die schwarze Verkleidung zusammen. Bunte, lustige Gondeln vor dem Grün der Bäume und dem blassblauen, heiteren Himmel. Und neben ihm Aiku. Er küsste sie zögernd. Ihr Mund war ihr Mund, aber etwas war fremd an ihr. Nicht das weiße, eng plissierte Kleid und die hochhackigen roten Sandaletten. Und auch nicht, dass sie lächelte und hinter dem Lächeln weinen wollte. »Sie haben alle ihre Frauen und Kinder wieder«, sagte sie. Und er sah, dass die Gondeln voller fröhlicher Menschen waren. In der Gondel des Müllers saß die Safranblusige. Sie betrachtete ihn kühl und ruhig, aber gründlich, Stück um Stück. Jakob Kuschk nahm sich die Freiheit, das Gleiche mit ihr zu tun. Als er fertig war, sagte er, »Och, ja«, und zeigte ihr das Schnurrbarthaar des Obersten in seiner ganzen Länge. Die Safranblusige starrte ihn an, als trüge er den heiligen Gral, und Aiku sagte, »Er gefällt ihr.« Unten sprang sie aus der Gondel, und Krabat folgte ihr. Ein Bauerngehöft, das braunrote Ziegeldach tief hinuntergezogen, der Estrich aus weißen Klinkersteinen, eine steile eichene Treppe, in der Kammer ein bunt bemalter mächtiger Kleiderschrank, eine gleichartig verzierte Truhe neben dem Bett, als Nachttisch dienend, das Bett reich geschnitzt, hoch und breit, an den Fenstern blau bedruckter Kattun, die Sonne stand eben erst im Mittag. Aiku war blass, schien müde und bedrückt. Sie setzte sich auf die Truhe. »Zieh die Vorhänge zu«, bat sie. Sie sah nicht auf dabei. Nun war es dämmerig. Er setzte sich zu ihr und küsste sie. Ihre Lippen waren spröde und wie vom Fieber rissig. Sie schlang die Arme um ihn und begann zu weinen oder zu lachen. Es schüttelte ihren ganzen Körper. »Ich wollte dich nie wiedersehen und habe dich gesucht.« Später,
Nun war es Abend und die Fenster weit offen, sah er, dass sie zwei sehende Augen hatte, und irgendeinmal sagte sie: »Ich habe am nächsten Morgen dein Bild in der Zeitung gesehen.« Sie erschauderte. Er fragte sie nach dem Bettler. »War da ein Bettler?« sagte sie. »Bei uns kann jeder ein Bettler werden, wenn er es will. Alles, was er will, kann einer werden. Der Busfahrer kennt sämtliche Berufe, die in Frage kommen. Nur Soldat kann niemand sein. Ich hasse den Krieg.« »Ich auch«, sagte er. »Aber ihr liefert dem General Waffen.« »Dafür kaufen wir ihm doch die Soldaten weg.« Sie schüttelte den Kopf über seine Begriffsstutzigkeit. »Wie will er dann noch einen Krieg machen? Und bei uns darf niemand lernen, wie man Menschen umbringt.« Krabat sagte: »Wenn ich nicht herausfinde, wie ich ihn töten kann, wird er mich töten.« »Wer?« fragte sie. »Reisenberg«, antwortete er. »Warum sollte er?« sagte sie. Sie stützte sich auf und sah auf ihn hinunter. Ihre Brüste gerieten von allein in seine Hände. »Daraus wird dein Sohn trinken«, sagte sie. Die Worte zerfielen ihr. »Ich will das meine dazu tun«, sagte er. Sie lächelte verschwimmend. »Ich sehe es.« Die Zeit verrann in dunklen Bahnen. Nordlichternd, daraus einmal ein Schrei im Gehöft, im Haus, eine rossige Stute vielleicht. Es kann auch sein, die Zeit stand still. Sie steht still und wir verrinnen. Ein unbestimmbarer chemischer Prozess, Synthese und Zerfall. Es steht zu Recht in der Bibel: Erde bist du. Sie flüsterte: »Ich liebe dich. Du liebst mich und alle Gesetze verbieten es. Wenn mein Sohn mich dann, später, fragt, wer ist mein Vater, was soll ich sagen?« »Ich bin mein Vater und mein Sohn. Wäre ich nicht mein Vater, wäre ich nicht ich. Und wäre ich nicht mein Sohn, wofür sollte ich dann ich sein?« Krabat nahm seinen Wanderstab, der auf der Truhe lag. »Damit«, sprach er, »bin ich losgezogen, um das Land Glücksland zu finden. Weil ich es schneller finden wollte, als es zu finden ist, verlor ich Smjala. Einmal werde ich den Stab in die Erde rammen, und er wird wachsen zu einem Baum, jeder Ast stark genug, jenen am Strick zu tragen, blaue Zunge zwischen den Zähnen. Aber ich muss den Knoten knüpfen, und ich muss ihm die Erde unter den Füßen wegziehen. Kein Wunder tut es für mich und kein guter Glaube bewahrt mich davor.« Das Mädchen starrte ihn an mit zwei blinden Augen. Ihr Herz zitterte in der törichten Hoffnung, dass Blindheit eine neue Welt schaffen kann, indem sie die alte nicht sieht. Draußen war immer noch Winter, schneelos und grau. Jakob Kuschk sagte: »Sie schrie wie eine rossige Stute.« Krabat schwieg. Zum Weinen kindlich schien ihm der Glaube, Reisenberg hängte sich selbst, wenn man ihm einen Wollfaden aus dem Rock zöge und als Galgenstrick hinhielte. Seinen Füßen voran tastete er sich mit den Augen durch die Dunkelheit, durch dieselbe, in der der General zum Äußersten gezwungen das Land überfiel und es besetzte. Ein Teil der freigekauften Soldaten lief ihm zu, die anderen holte sein Befehl zurück. Die Soldaten trugen graugrüne Uniformen. Zur Siegesparade spielte ein 1000 Mann starkes Musikchor den Tod- und Teufelmarsch. Sonst änderte sich im Lande nichts von Bedeutung. Immer noch konnte jeder werden, was er wollte, von Aalfischer bis Zuckerbrot- und Peitschenmann. Auch das Riesenrad drehte sich weiter. Eiko stand davor, klein und schmal und mit nichts angetan als mit gutem Willen.
aber sie weinte nicht, und die Safranblusige war nicht mehr bei ihr. Die eine Hand hatte sie fest zur Faust geschlossen, sie hielt darin etwas, was sie nicht mehr verlieren wollte.